Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video, diesmal im Fantasy Cup. Ich glaube, gestern meinte ich Fantasy Cup, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also auf jeden Fall Fantasy Cup Edition Hyperliga. Ich bin sehr gespannt. Ja, ihr seht, drei Typen nur zugelassen, Stahl, Fee und Drache. Gehe jetzt ziemlich unvoreingenommen in diesen Cup, also habe mich jetzt nicht groß informiert. Weiß nicht, ob das Team klappt, vielleicht wird es eine Klatsche. Aber ja, wir werden auf jeden Fall Erfahrungen sammeln, die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Könnt ihr mal berichten, was zockt ihr aktuell jetzt hier? Fantasie Cup oder doch Meisterliga? Also ich werde auf jeden Fall hier schwitzen, denn ja, habe ich ein bisschen mehr Auswahl, muss ich sagen. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß, Stahlopo hält nicht viel aus in der Liga, aber wenn vorne eine Fee ist, ist ja eigentlich nicht so schlecht. Ne? Wir werden sehen. Sehen einen Mauzinger. Ja, schon mal nicht so verkehrt. Wir werden sehen, was wir jetzt hier machen. 2, 3, 4... Okay, gut abgefangen. Gehen wir schon in Primaren. Oh, in der Urform. Okay, ja, da werde ich auf jeden Fall mal schilden, ne? Das Ding wollen wir auf jeden Fall weghaben. Bitte nicht ködern. Okay, immerhin. Den Spukball hier geschildert, korrekt. 3, 4, 5, 6. Okay, wäre jetzt, glaube ich, eh nur Säuselstimme gewesen. Das Ding haben wir auf jeden Fall mal runtergefarmt. Das ist die Frage, was kommt rein? Wahrscheinlich Mauzinger. Ja, mal gucken, wie wir dann weiterverfahren. Vielleicht hast du eine Doppeldrache-Backline. Machen wir den hier. Okay, ja, sollte ich noch tanken. Habe jetzt nicht eingesetzt, aber ich glaube, das sollten wir noch wegstecken. Hoffe ich jetzt einfach mal. Eisenschädel. Boah, ich kenne das Moveset nicht. Ich dachte jetzt eigentlich Schmarotzer oder Nahkampf. Das Ding kann ja noch Eisenschädel. Ja, setzen jetzt leider mit schlechtem Timing ein. Egal. Kriegen das noch raus. Jetzt halt die Frage, was hast du als Zweitattacke? Und ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Egal. Okay, machen hier schon mal Vorarbeit. Bist jetzt, glaube ich, bei 3. Du hast Konter, das ist schon mal gut. Aber leider auch die andere Attacke. Weil ich gehe trotzdem mal hier hin. Die Breitseite hast du leider noch. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier auf Drachenklaue. Ich glaube, ich schluck das jetzt einfach einmal. Und dann schauen wir mal, wie viel die zweite. Also, wie viel das überhaupt macht hier. Boah. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal auf die Drachenklaue. Wird schon was machen, denke ich. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ne? Dann schauen wir einfach mal weiter. Wird auf jeden Fall korrekt geschildert, leider. 3, 4. Okay, ja. Ich weiß ja gar nicht, wie viel du hattest an Energie, was jetzt nicht so cool ist. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie viel ich hier noch mache. Ja, mach mal so. Ich glaube, du hattest schon fast die nächste Attacke. Ich setze jetzt einfach hier die Drachenklaue ein, mal gucken, wie viel die macht und hoffe, dass wir dann weiter fahren können hier. Okay, das war clever. Schade. Das war nicht gut von mir, leider. Das war leider nicht gut von mir. Hoffe ich, dass ich dann drüben eine Breitseite überlebe, aber ich denke schon, ne? Oder hast du Nachthieb? Ich glaube, das habe ich leider verzockt hier. Ich gehe jetzt einfach direkt auf Schlagbohrer und hoffe, dass ich drüben eine Attacke überlebe, aber ja, ich hätte auf jeden Fall den Schattenstoß einsetzen müssen, also da habe ich nicht gut reagiert. Hoffe, wie gesagt, ich überlebe das jetzt hier einfach, egal was kommt. Könnte jetzt der, ich hoffe, Nachthieb Surfer wäre nicht so gut. Es wird auf jeden Fall mal knapp werden, das können wir sagen. Boah, okay, das war knapp und ja, ihr habt es gesehen, also wieder gut gespielt vom Gegner und auf jeden Fall auch ein cooles Team. Mal gucken, also Stahlopor hat schon gut geklappt jetzt in dem Zusammenhang. Natürlich jetzt die Konterattacken waren jetzt nicht so geil, aber da haben wir uns ja entsprechend geschützt vor. Hatte auch schon überlegt, eine Doppel-Drachen-Backline zu spielen, aber habe einfach zu sehr Angst, wenn in der Backline zu viele Feen sind, ne? Deswegen einfach mal selber eine Fee mit reingepackt und mal gucken, was Mauzinger so, also quasi Mauzinger wahrscheinlich oft öfter zu sehen sein. Bin wie gesagt gespannt, was da für ein Moveset am Start ist. Ich glaube, Eisenschädel macht schon Sinn, aber wie gesagt, ich dachte jetzt, ja, Schmarotzer Nahkampf, deswegen mal gucken. Wir werden jetzt hier weiter verfahren, aber ja, ich glaube, Schmarotzer braucht man gar nicht unbedingt vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, Giratina wird schon oft zu sehen sein. Ja, ja, eigentlich eher in der Wandelform, aber mal gucken, also Urform. Ja, mal schauen, ne?
Boah, Wartezeiten sind brutal. Also wahrscheinlich werde ich das jetzt dann alles rausschneiden immer. Also gut, ich meine, jetzt lasse ich es wegen Commentary, aber ich glaube, bei der nächsten Suche werde ich es mal rausschneiden, weil das will ich jetzt auch hier keinem zumuten. Und vielleicht hat der Kampf schon angefangen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird schon im Hintergrund gekämpft und ich bin hier noch in der Warteschlange. Naja, egal. Aber ich bin sehr gespannt, was man hier reißen kann. Und ich weiß gar nicht, ob es einen Fantasie-Cup schon mal gab. Ich spiele ihn zumindest mal zum ersten Mal. Aber schon sehr begrenzte Auswahl, ne? Wenn man sich jetzt den Typen anschaut. Und Kobadium ist ja, glaube ich, auch einfach verboten. Ne? Ist ja eigentlich, wäre eigentlich Stahl gewesen, aber ist wahrscheinlich einfach zu stark. Deswegen, joa. Boah, das ist auch hier Schlange. Genau, was ich noch sagen wollte, das Team von gestern, also mit Azumarill im Lead und in der Backline Zubiris und Crypto Alola Sandama, hat überraschend gut funktioniert. Also vielleicht war es Glück, ich weiß es nicht, aber konnte dann noch ein bisschen climben und werde das vermutlich dann, boah, das dauert zu lange, werde das dann vermutlich, wenn es wieder Superliga gibt oder Superliga Edition, auf jeden Fall mal beibehalten oder mal gucken, ob ich dann irgendwie Azu mit einbauen kann. Denn das hat echt Bock gemacht. Ich weiß, Azu kennt man in der Szene und man weiß, dass das viel aushält und so, aber es macht schon Bock, weil man halt schon viel Play hat, wie ich finde. Klar, so die Oxys und so, da muss man halt immer gucken, ne? Aber wegen Donnerblitz. Aber ja, mal schauen hier, ne? Schauen jetzt einfach mal. Können es abfangen, das stimmt. Ich gehe jetzt einfach trotzdem auf Steinhagel. Der wird pfeffern. Und du hast leider die Eiszeit am Start. Deswegen, wir gucken mal. Wir heben uns mal unser Primarena auf. Unser einziges Fee-Pokémon heben uns mal auf. Und wir schauen einfach mal. Genau, Eiszeit. Ist natürlich ungeschmeidig. Aber ja, vielleicht können wir das ja noch gebrauchen. Wenn du vorne Drache hast, dann wirst du vielleicht hinten doppelt Stahl haben, ne? Dann könnte ich vielleicht mein Primarena doch nicht so gebrauchen. Ne? Wir gucken mal. So, schade, egal, aber sollte alles resistiert werden hier. Mal gucken, ob das ein Fehler war. Kann sein, aber ich wollte mir meinen Stahlober unbedingt mal aufheben, denn vielleicht kann es das noch. Okay, dann war es gut, dass wir uns das Stahlober noch aufgehoben haben. 6, 7, 8. Okay, ja, soll ich noch. Ja, Mondgewalt wird drücken. Ich lasse es mal durch. Ich lasse es mal durch, denn ich glaube, mein Stahlobohr mit Schilden. Genau, das Coole ist halt hier, durch den Wassertyp wird der Sternhieb, also ist der Sternhieb nur neutral, was auch sehr cool ist, denn Stahl ist ja eigentlich effektiv gegen Fee. Aber hier wird das halt zum Glück resistiert. Boah, ich hoffe, du farmst ihn nicht, wollte ich gerade sagen. Oh, das ist auch nicht so schlecht. Du hast leider die Mondgewalt am Start. Aber das Gute ist, wenn ich die vielleicht geschildert bekomme. Könnte das was werden hier, oder? Könnte das vielleicht was werden? Köder will ich ungern schilden, aber ich glaube, ich schilde jetzt einfach mal. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt ist halt die Sache. Du hast drüben noch Energie. Du hast drüben Energie und mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Bin auf jeden Fall uncool. Bin auf jeden Fall ungeschmeidig. Ich gehe jetzt hier direkt auf Schattenstoß. Ich hoffe, dass du dann weg bist vom Fenster, aber ja, mal schauen. Mal schauen, ne? Ich mache jetzt den hier, glaube ich. Ah, schade. Du hast noch zu viel KP, leider. Jetzt kommt natürlich der Surfer und du hast drüben noch Energie. Habe ich, glaube ich, nicht gut angestellt, leider. Ich hoffe, die Wechsel ist nicht um. Doch, ist sie. Mundgewalt tanke ich hier nicht und das ist leider der Loss. Naja, hätte ich vielleicht besser machen können. Vielleicht noch eine Dunkelklaue und dann in Stahlobor. Aber ja, ich glaube, Fee ist schon hier sehr. Okay. Aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Egal, ich gucke mal weiter. Aber ich glaube, Fee ist schon hier sehr OP. Und vielleicht muss ich mal überdenken, ob ich überhaupt einen Drache hier mitnehmen will. Aber ja, vielleicht auch einfach Doppel-Fee-Backline. Ich muss mal überlegen, wie gesagt, ich schaue mir die Geschichte mal an. Mal gucken, was hier so gezockt wird. Also Pixie, auch nicht schlecht mit der Feenprise. Da werdet ihr mir sicherlich alle zustimmen. Und ja, ihr könnt ja sagen, so, wenn ihr das hier zockt, den Fantasie Cup, was habt ihr so am Start? Und ja, ich denke mal, Fee wird hier schon sehr dominieren und ja, ich bin gespannt. Gucken wir hier weiter. Und ja, hoffen, dass die Wartezeiten nicht allzu lange sind. Aber ja, doch, jetzt ging es ein bisschen schneller, immerhin.
immerhin. Und ja. Gucken, was du im Lied hast. Ein Giratina, okay. Muss ich jetzt nicht direkt befürchten. Ich guck mal hier. Oh, Feuerodem sogar. 3, 4, 5. Gehen schon mal auf Schlagbohrer. Und muss mal gucken, dass ich vielleicht den Schattenstoß, falls du den haben solltest, geschildert bekomme irgendwie. Ich glaube, wir gehen einfach in unser eigenes Giratina, heben uns das Stalobor auf. Hoffen, dass das hier nicht die Drachenklaue ist, sondern der Schatten. Obwohl der Schattenstoß wäre auch ungeschmeidig, aber wir heben uns mal unser Stalobor auf. Zumindest mal ist der Plan. Bin ich die Drachenklaue abfangen. Okay, immerhin. Ich hätte natürlich in Primarene gehen können, aber dann wärst du auf jeden Fall rausgewechselt und ich weiß nicht, was du hinten hast. Deswegen wollte ich mir das unbedingt mal aufheben. Okay. Ich glaube, ich soll die Attacke tanken. Deswegen lasse ich das durch. Und genau, hoffe, dass du mich nicht mit Feuerodem runterfahren kannst. Aber sieht, glaube ich, nicht danach aus. Oh, 2, 3, 4, 5. Ich will, dass du einsetzt. Ah, schade. Ich wollte unbedingt, dass du einsetzt. Denn, boah, aber hier Primarene mit Kaskade wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber ja, ist halt immer Matchup, also vom Matchup abhängig. 9, geht auf die Drachenklaue hier. Okay, ja, du setzt ein, leider. Setzt leider ein und jetzt ist halt die Sache. Ich glaube, du hast nochmal Stahl hinten, doppelt Stahl. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, einfach in Primarene. Ich weiß, es wird resistiert, leider. 8, okay, ja. Wir schauen mal, du gehst auf Steinhagel. Wieso eigentlich nicht Schlagbohrer? Ich glaube, ich schild einmal. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt hinten hast. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt hinten hast. Ah, jetzt gehst du auf Schlagbohrer. Okay. So. Was hast du hinten? Okay. Ein Registil. Ungeschmeidig. Aber eventuell noch machbar. Wir werden es sehen. Ich will auf jeden Fall mal, dass du hier einsetzt, zeitnah. Das Gute ist, du musst irgendwann einsetzen und ich weiß, Charme wird resistiert, aber ein bisschen Schaden macht das hier schon. Werde ich natürlich nicht schilden. Du könntest undercharge'n, wäre nicht so schlecht von dir, aber wir schauen mal. Aber ich glaube, undercharge'n wäre schon schwer gewesen. Okay, du musst auf jeden Fall hier abfangen, das ist mal klar. Das ist mal ziemlich klar. Die Frage ist, wann du abfängst. Das werde ich auf jeden Fall schilden. Jetzt ist halt die Sache, wann fängst du ab und wie machst du das jetzt genau? Boah, ich hatte schon Angst, dass du abfängst hier. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Denn eigentlich kann ich das hier machen, aber die Sache ist halt, wann fängst du die Attacke ab? Oh, ist das der Gleichstand? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber könnte schon sein. Ich muss es, glaube ich, einsetzen. Ah, schade, ist der Gleichstand gewesen, okay. Ein Turn so ungefähr, ne? Schade, schade. Aber ja, Registil ist natürlich auch sehr stark hier. Und du hast nicht abgefangen. Ja, war eigentlich auch gut, weil du wusstest wahrscheinlich, dass du mich outspeedest. Also war natürlich eine knappe Geschichte, aber gut gespielt vom Gegner. Muss ich natürlich anerkennen. Und wie gesagt, ich glaube, Primarene mit Kaskade kann man sich überlegen, denn das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Und ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich dachte jetzt halt, ja, Scham wegen Drache, aber vielleicht werden hier gar nicht so viele Drachen gespielt, deswegen mal gucken. Den Kabukim ist natürlich ganz schlecht. Ich muss, glaube ich, echt einen Primarene, leider. Den guten Konter hier. Und, oh, okay. 2, 3, 4, 5, 6. Boah, ich glaube, das Primarene kann auch wichtig werden in dem Kampf. Ich schild jetzt mal alles, was geht. Und schauen mal, ob das hier die richtige Entscheidung ist. 1, 2, 3, 4. Das ist kein Schattenstoß. Okay. Das ist schon mal kein Schattenstoß, denke ich. Das ist die Drachenklaue, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht noch ein Drache hinten. Mal schauen. So. So. Vielleicht ein Dragoran. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es mal sehen. Ich tippe hier auf jeden Fall fleißig noch auf den Bildschirm. Gehen hier auf die Säuselstimme, aber ich glaube, wir gehen auf Psychokinese, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, Säuselstimme wäre besser gewesen, ne?
habe ich gerade gemerkt. Machen den hier, glaube ich. Heben uns das noch auf. 5. Okay, ja. Clever von dir. Du musst auf die Mondgewalt auf jeden Fall. Und ich sehe schon, Stalobor brauche ich in dem Kampf nicht. Stalobor brauche ich in dem Kampf nicht. Und ja. Du musst auf jeden Fall mal auf die Mondgewalt. Und ich glaube, ich lasse es einfach zu. Die Mondgewalt. Ich hoffe, ich kann nicht dann farmen drüben. Ah, das Gute ist, oh, das hält aber sehr viel aus hier, merke ich gerade. Das heißt, runterfahren wäre eklig, aber mal gucken, ich kriege auf jeden Fall noch was raus und brauche dann eigentlich nur einen Schlagbohrer gegen deinen Kavalanzas, ne? Brauche dann eigentlich nur noch einen Schlagbohrer. Schade. Egal, mal, wie war das mal mit der Wechseluhr? Ich glaube, ich bin zuerst gewechselt, ne? Okay, sehr gut. Sehr gut, ja. Gehen jetzt hier einfach direkt rüber. Denn ich brauche auf jeden Fall den Schlagbohrer. Ich hoffe, du outspeedest mich nicht. Ich hoffe, das ist kein Säurespeier. Au, okay. Clever, aber ja, das sollte schon was werden, glaube ich. Hoffe ich. Komm, Schlagbohrer, let's go. Ich hoffe, das reicht. Aber ja. Ah, mal schauen, vielleicht doch die Säusestimme einsetzen, weil vielleicht gewinnst du die Gleichstände, ich weiß es nicht. Ah, schade. Ich hätte einfach die Säusestimme einsetzen müssen davor. Das war nicht gut von mir. Da hätte ich jetzt vielleicht gewonnen sogar. Ja, GG, ich hätte einfach Säusestimme einsetzen müssen und dann rüber, weil dann hätte es gereicht. Schade, aber ja, habe ich jetzt nicht gut bedacht, leider. Und ich wollte unbedingt direkt rüber, aber ja, hätte jetzt gereicht. Ist natürlich belastend, aber ja. Muss ich so akzeptieren, leider. Egal. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Win hin. Und muss gerade überlegen, wegen dem Team. Also, Giratina war ja dann doch nicht so schlecht gegen Kapukime. Und ja, vielleicht kann das klappen, das Team. Ich weiß es nicht. Sehen das hier das Giratina. Wir können erstmal drin bleiben, ne? 4, 5, 6 gehen wir hier rüber. Ich weiß es effektiv auch, was er jetzt hier einsetzt, aber ich wollte mal auf jeden Fall das Stalobor aufheben. Mal so gucken, was du hinten hast. Ist jetzt, glaube ich, bei 7 Sofortattacken. Oh. Hab leider keinen Antikraft mit. Leider nur den Schattenstoß. Vielleicht ist das Doppelfee hier. Du bist jetzt, glaube ich, bei 5 mal Charme. Ja, wir schauen einfach mal. 6-mal. Kriege ich hier noch einen Schattenstoß hin? Schade. Ist jetzt, glaube ich, bei 7, ne? Schauen wir mal kurz. Gehen hier direkt auf Steinhagel auf jeden Fall. Müsste den Flammenwurf respektieren. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Okay, du schildest nichts. Auf jeden Fall mal auf Schlagbohrer. Bis jetzt bei 4. Ja, ich merke schon, Stalobor hat keinen Bock auf die ganzen Konter-User. 5. Ah, ist wahrscheinlich Säurespeier, ne? Hast wahrscheinlich Säurespeier. Aber ja, müsste ich vielleicht auch schon respektieren. Klingt vielleicht blöd, aber ich weiß nicht. 2, 3. Ja, Schattenstoß, ne? Schade, wird wieder sehr eng hier, aber ich sehe schon Kavalanzas. Macht dir schon einen guten Job, leider, für dich wieder. 4, 5. Okay, krieg immer dein Schild mal. Und ja, ich hoffe, ich tank einen Schattenstoß, aber mit der Senkung wird schon eklig. Oh, das war auch nicht schlecht von dir. Denn du kannst ja auf jeden Fall leider farmen. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ja. Schade. Also, mal gucken. Vielleicht brauche ich doch eine andere Backline. Aber Kavalanzas, also, ihr merkt schon, erledigt hier einen guten Job. Ne? Und das wird leider nichts. Schade, egal. Ich wollte hier ein bisschen Erfahrung sammeln. Die habe ich jetzt. Und da muss ich mal gucken, wie ich das Team mal anpasse. Weiß natürlich kein gutes Set, gebe ich zu. Aber so ist das halt. Ne? Wie gesagt, Gegner haben es gut gemacht. Aber ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Aber vorerst bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit.
wünsche natürlich guten Einstand, viel Erfolg, viel Spaß und einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.